Widerstand gegen Hitler war gefährlich. Schon die leiseste Kritik konnte einen ins Gefängnis bringen. Immer mussten die Leute damit rechnen, dass sie angezeigt wurden. Wer sich offen gegen das Regime aussprach, riskierte die Todesstrafe. Aber es gab auch Möglichkeiten, passiven Widerstand zu leisten. Da mussten wir antreten in drei Reihen auf dem Schulhof. Und der Scharführer, glaube ich, hieß der, der sagte so, einen Schritt vortreten, das erste Glied. Ich stand im zweiten Glied. Dann sah ich, wie einer eine Schere holte und bei den ersten, die zu lange Haare hatten, zack, die Haare wegschnitt. Da habe ich gedacht, Moment mal, das machen die bei mir nicht. Das lasse ich nicht zu. Da kommt gar nicht in Frage. Und ich überlegte, was könnte ich machen. Ich hatte ja im Moment Zeit, zweites Glied. Bin nach vorne gegangen. Ich sagte, Herr Scharführer, ich muss dringend in eine Toilette. Ich habe Durchfall. Gut, geh da rein, aber komm gleich wieder. Jawohl, Herr Scharführer. Ich bin reingegangen, natürlich nicht wiedergekommen. Außen rumgegangen, über die Mauer geguckt und beobachtet dann, wie sie meinen Freund dann auch noch die Haare schnitt. Das war mein erstes, eigentlich war es eine Schlüsselstellung. Denn wenn ich heute überlege, das war das erste Mal, dass ich selbst überlegte, ohne meinen Vater, also da bin ich erwachsen geworden. Das lasse ich mir nicht gefallen, ich entscheide selbst, das mache ich nicht. So, zwei Tage später bekam ich eine schriftliche Aufforderung, die habe ich in meinen Akten auch, wo drin steht, Petersen, Sie sind da nicht erschienen, Sie werden aufgefordert, nunmehr dringend an dem und dem Tag, am nächsten Tag, dort und dort zu erscheinen. Hat mich zu meinem Vater gesagt, ich gehe da nicht hin. Das musst du selber wissen, ich habe nichts dagegen, aber was willst du denn sagen, denn die werden kommen und dich abholen. Ich würde sagen, ja, ich kann nicht. Ich habe jetzt ja, ich will ja Flugzeugingenieur werden. Ich muss ein Technikum besuchen am Abend und am Tag muss ich in einem Rüstungsbetrieb Feinmechaniker habe ich ja nun gelernt, musste ich lernen, um Technikum und so, um Flugzeugingenieur zu werden. Also ich habe gar keine Zeit. Ich muss für unseren Führer arbeiten, damit wir bessere Flugzeuge haben. So war meine Ausrede innerlich. Ich bin nicht hingegangen. Es kam keiner. Kam drei Tage später wieder eine Aufforderung. Gleiche Text in ähnlicher Form. Wieder muss ich dahin. Ich gehe nicht hin. Und wieder kam keiner. Ich meine, heute muss ich sagen, ein bisschen Mut schon gehörte schon dazu, um zu sagen, ich gehe einfach nicht hin. Ich mache das nicht. Und dann bekam ich am nächsten Tag eine Aufforderung, das heißt die Einberufung zum Militär. Und damit war diese Sache natürlich zweitrangig. Und was daraus geworden, da muss ich zum Militär, was daraus geworden wäre, wenn ich nun wirklich wieder nicht hingegangen wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre dann wohl einer mal gekommen. Aber man musste auch mal den Mut haben zu sagen, ich mache das einfach nicht, ich gehe da nicht hin. Das tat ich. In der Zeit zwischen 1943, Oktober, war ich angemeldet in Landshut, in Salzburg, dann wieder in München. Ich hatte mich also immer umgemeldet. Und das Ummelden, das war natürlich damit verbunden, dass man die gesamten Personalien, also auch die Wehrstammrolle, alles was hier in Hamburg war, dann in diese entsprechenden Einrichtungen schicken musste. Und das dauerte dann natürlich immer eine Zeit lang, bis man da wieder dann soweit registriert war, und dann bei dieser schlechten Bürokratie, die Nazis ja hatten, konnte man da so einige Zeit lang sich durchmogeln. Das hatte ich auch getan. Und sinngemäß sagte er, der Hauptmann, dass ja diese subversiven Elemente, wie es damals so hieß, er musste sich so ausdrücken, es blieb ihm gar nichts anderes übrig, diese Fahnenflüchtigen und Kriegsverräter, und dass die bisher von Exekutionskommandos erschossen worden sind, die, es wurde gesagt, das seien von der SS Leute gewesen. Aber es war, man hatte nichts damit zu tun. Es wurden also morgens diese Leute, die erschossen werden sollten, hingebracht. Und ebenso kam dann ein Exekutionskommando dahin. Und das sollte nun nicht mehr sein. Es sollten Leute aus den umliegenden Kasernen bestimmt werden von den Kompanieführern. Und ganz eindeutig nach diesem Befehl sollten es solche Soldaten sein, die selber als unzuverlässig aufgefallen waren,
den man also jetzt diese Aufgabe zu beorderte, damit sie eine Anschauung davon bekommen sollten, was mit den Leuten passiert, die nicht hundertprozentig dem folgten, was der totale Krieg ihnen befahl. Es war so formuliert, dass ich sofort also wusste, das gilt so Leuten wie dir. Denn in meiner, das habe ich da erst erfahren, in meiner Wehrstammrolle stand Neid zur Verwahrlosung. Und das hatte mir ein Schreibbulle da erzählt, wieso neigst du zur Verwahrlosung? Du siehst doch überhaupt nicht so aus. Ich sage, wieso? Was ist denn das? Ja, das steht hier in deiner Akte, in deiner... Ach Gott, ein Gestapo-Swing, da stand das ja da drin. Naja, da wusste ich das, hat mich dann noch nicht weiter berührt, aber jetzt war das plötzlich ein Thema. Ich denke, Gott, das betrifft ja dich. Was machst du? Es war der schlimmste Moment, also wirklich, wirklich, diese, es waren ja nur Sekunden, die schlimmsten Sekunden meines Lebens. Was machst du denn? Du, das sind ja alles Leute wie du, nicht? Das sind ja keine Nazis. Wenn das jetzt Nazis wären, da würdest du wahrscheinlich hingehen, würdest, aber es sind ja Leute wie du. Das sind genau, die haben das gemacht, was du immer gerne jetzt tun würdest und nur nicht genug Mut aufbringst, nicht genug Schneid hast, das auch zu tun, was die gemacht haben. Das sind ja wirklich diejenigen, die du hochachtest. Und da sollst du drauf anlegen. Das hätte ich nicht getan. Aber was machst du? Haust du ab? Ja, abhauen hätte ich können. Das hätte ich geschafft. Aber wohin? Es war tiefer Winter. Und schlimmer, also so wie heute die schlimmsten Winter, so in diesem Winter, so minus 15 Grad in der Nacht. Ich konnte doch nicht zu meiner Mutter gehen. Ich konnte nicht zu Eva gehen. Also da hätten sie doch zuerst gesucht. Also die hätte ich ja dann, die hätten sie ja mit umgebracht. Das ging ja nicht. Was machst du? Und mir ging dann, naja, du bist ja immerhin, hast eine Schauspielausbildung. Also erschießen tust du sie nicht. Dann fällst du um und spielst den toten Mann. Also erschossen hätte ich hätte dann nicht abgedrückt, das weiß ich. Aber was ich gemacht hätte, wahrscheinlich hätte ich mich fallen lassen. Und da höre ich die Stimme von unserem Hauptmann. Und hörte ihn sagen, bevor ich jetzt Leute bestimme, möchte ich erstmal fragen, wer sich freiwillig meldet. Und ich höre dies, wer sich freiwillig meldet. Mein erster Gedanke war, da meldet sich doch keiner freiwillig. Das sind Kameraden, die erschießen müssen. Also das macht doch keiner. Es waren aber alles 17-Jährige, die da in der Kompanie waren. Bei mir alles nur 17-Jährige. Ich war mit zwei, drei anderen vom Jahrgang 25, wir waren 19. Wir waren die Ältesten in dieser Kompanie. Und bei den 17-Jährigen, ich gucke, da gehen die Ärmel hoch, waren viel mehr als gebraucht worden. Naja, das Erste war natürlich Erleichterung. Oh ja, du brauchst das nicht. Du brauchst das nicht. Dann nachher, also das, so lange hat es gar nicht gedauert, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, also was ändert das? Die werden da erschossen und die werden jetzt erschossen von Leuten, die sie ohne Skrupel erschießen. Sich nachher, also haben die das als Abenteuer erfunden, die haben, sind nachher nach Hause gekommen, also wieder zurückgekommen und haben dann da erzählt, als hätten sie ein Riesenabenteuer bestanden, aber die haben natürlich sie nicht nur erschossen, dafür bekamen sie eine halbe Flasche Schnaps, dafür bekamen sie also ein Päckchen aktive, also Zigaretten und bekamen noch so diese Fliegerschokolade, ein bisschen. Und dann auch diese 17-Jährigen bekamen noch eine Packung Fromms aktiv, also Präservative. Weil sie ja dann auch noch, das war das Wichtigste, einen Tag und eine Nacht Standorturlaub kriegten die auch noch, konnten sie im Puff gehen. Also das gab es ja so, diese Wehrmachtpuffs. Also weiß nicht, ob sie da hingegangen sind, diese 17-Jährigen eher nicht.